Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu Kabarett und Kleinkunst. Ich habe auch heute wieder das Vergnügen, junge Kolleginnen und Kollegen als Gäste begrüßen zu dürfen, die Ihnen als Zuschauer noch nicht ganz so vertraut sein durften. Was uns inzwischen vertraut ist, das ist die Dauerkrise im Schulden- und Finanzbereich. Und da fassen wir die Lage mal kurz zusammen. Wie sieht's aus in Deutschland, meine Damen und Herren? In den letzten Jahren sind die Reallöhne der mittleren und unteren Einkommen um 15% gesunken. 1 Million Deutsche arbeiten inzwischen bei Leiharbeitsfirmen. Das heißt, die machen einen ganz normalen Job, bekommen nur 70% des Gehaltes, das ihnen eigentlich zustehen würde. 1,4 Millionen arbeiten als Aufstocker. Falls Sie nicht wissen, was das ist, Aufstocker sind Menschen, die haben eine volle Stelle, verdienen aber so wenig Geld, dass es nicht mal für Hartz IV reicht. Das sind die berühmten 4-Euro-Jobs. Kann man ja im Kopf überschlagen, was dabei rumkommt. Ne? Und die Differenz zwischen dem Gehalt für die volle Stelle und dem Hartz IV-Satz kriegen die dann vom Arbeitsamt aufgestockt. Eigentlich müsste man sie Aufgestockte nennen. Wir haben also Arbeiter, Leiharbeiter und von der Leiharbeiter. Dann haben wir noch 6 Millionen Menschen, die arbeiten auch voll und verdienen nicht mal 10.000 Euro brutto im Jahr. Das heißt, die arbeiten für unter 900 Euro brutto im Monat. Davon zahlen sie dann noch Sozialversicherungsbeiträge, 20% Krankenversicherung, Rente, Pflegen und Arbeitslosenversicherung. Die Leute sind 6 Millionen. Das heißt, inzwischen sind fast 20% der erwachsenen Bevölkerung im Niedriglohnsektor tätig. Die haben keine Perspektive, dass es besser wird. Im Gegenteil, man hat ihnen jetzt Aussicht auf Altersarmut gemacht. Gleichzeitig bröselt unser schöner Aufschwung, der ja wieder mal so lang war wie unser Sommer, vor sich hin. Die OECD hat gerade letzte Woche gesagt, Ende des Jahres wird in Deutschland schon wieder die Wirtschaft schrumpfen. Und das alles fasst dann meine Kanzlerin in der Haushaltsdebatte diese Woche zusammen mit dem Satz, Deutschland geht es gut. Und das ist ein Grund zur Freude. Ja, dann. Die Kanzlerin ist nicht länger gewillt, sich durch Bezüge zur Realität stören zu lassen. Und es kommt immer öfter auch zu verbalen Entgleisungen der ganz schlimmen Art. Der vorläufige Höhepunkt für mich war ein Besuch in den USA vor den Sommerferien. Da war sie bei Obama, hat diese Ehrenmedaille ja bekommen. Da gab es eine kleine improvisierte Pressekonferenz offenbar vor dem Weißen Haus. Also improvisiert muss deshalb, weil also, sie hat frei gesprochen. Sie hat es immerhin nicht auf Englisch versucht, das ist schon mal anzurechnen. Aber man sollte doch mal drüber nachdenken, ob man sowas einfach dann doch auch live im Radio senden darf. Denn ich höre zum Beispiel Radio auch gerne mal im Auto. Und es ist schon ziemlich verkehrsgefährdend, wie Sie gleich sehen werden. Ich fahre also friedlich vor mich hin auf der Autobahn und höre aus dem Radio die Stimme meiner Kanzlerin. Alles wörtlich. Lieber Barack. Da muss ich das Steuer schon sehr festhalten, meine Damen und Herren. Sie sind sehr vertraut miteinander. Sie nennt ihn Baracke, er nennt sie Schabracke, schätze ich mal, das ist. Ne? Lieber Barack, ich danke dir für die vertrauensvollen und intensiven Gespräche. Das ist noch normales Diplomatendeutsch für, wir haben uns mal richtig die Meinung gegeigt und konnten uns auf nichts einigen. Soweit noch einmal. Also nochmal. Ich danke dir für die vertrauensvollen und intensiven Gespräche. Das war ein sehr intensiver und vertrauensvoller Austausch. Da merkte man schon, sie hatte eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen als diesen einen Satz. Und dann brach es aus der Kanzlerin hervor. Da sagt diese Frau wörtlich, und auch wenn wir beide anders aussehen als unsere Vorgänger, da kam die Leitplanke bedenklich nah, meine Damen und Herren. Aus welchem Fundus nimmt man so einen Satz? Jetzt sieht die Merkel ja dem Kohl noch ähnlicher als der Obama dem Bush, aber. Auch wenn wir anders aussehen als unsere Vorgänger, haben wir doch eine Menge zu besprechen. Da hätte Obama eigentlich nur noch sagen können, ja, nee, ist klar. Und Sie wundern sich, wenn der amerikanische Präsident bei seiner nächsten Europareise einen Bogen um Deutschland macht. Das schaffen Sie nur einmal im Jahr, sich bei so einer Pressekonferenz ernst zu halten. Das ist sonst eine Überforderung, aber der Merkel ist halt ja alles längst egal. Sehen Sie, wir im Herbst der Entscheidungen.
mit großer Geste die deutschen Kraftwerke zu den sichersten der Welt erklärt und die Laufzeiten verlängert, also den Ausstieg aus dem Ausstieg verkündet, um dann 6 Monate später wegen eines Erdbebens am anderen Ende der Welt den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg zu verkünden. Der weiß, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert und regiere natürlich auch. Angela Merkel hat einen unschätzbaren Vorteil. Sie hat überhaupt keine politischen Überzeugungen. Also sie hat nichts, wo sie wirklich mit steht und fällt, wie man so schön sagt. Der berühmte luthersche Satz, hier stehe ich und kann nicht anders, der ist der Merkel völlig fremd. Die hält es mehr mit Kohl. Hier sitze ich und ihr könnt mich mal. Glaubt irgendjemand ernsthaft hier, dass die Physikerin Angela Merkel nach dem Erdbeben in Fukushima noch mal neu über die Sicherheit der Kraftwerke nachgedacht hat? Wie soll ich mir das denn bitte vorstellen? Die Frau holt ihre Physikbücher noch mal aus dem Schrank und schlägt noch mal nach. Flugzeuge, Kernkraftwerke, Schwerkraft, Scheiße. Flugzeuge können auf Kraftwerke abstürzen. Ey, das Argument ist seit 30 Jahren bekannt. Das soll ja jetzt aufgefallen sein? Ach, kommen Sie. Weil am anderen Ende der Welt ein Erdbeben passiert, müssen bei uns 8 der bislang sichersten Kernkraftwerke der Welt von einem auf den anderen Tag stillgelegt werden. Ja, sicher. Das Allerschönste ist, es besteht nur die Gefahr, dass die Flugzeuge auf die Stillgelegten abstürzen. Die bis 21 weiterlaufen, da ist überhaupt keine Gefahr. Das ist das Allerschönste an der ganzen. Nein, die Merkel hat keine Angst vor einer Kernschmelze in deutschen Kraftwerken. Die Merkel hat Angst vor einer Kernschmelze in der Wahlurne. Wenn im konservativsten Bundesland in Baden-Württemberg die konservativsten Wähler in Scharen zu den Grünen überlaufen, wenn in Bremen trotz griechenähnlichem Schuldendesaster Rot-Grün noch zulegen kann und wenn die FDP trotz Endlagerung von Westerwelle nicht gerettet werden kann, dann weiß unsere Grötatz, also die größte Taktikerin aller Zeiten, dann weiß sie, was die Stunde geschlagen hat. Es ist mal wieder an der Zeit, die Fäden zu wechseln. Und genauso wie sie sich von der Wehrpflicht verabschiedet hat oder von der Kopfpauschale, hat sie jetzt die Kernenergie beerdigt. Die Merkel kennt nur eine einzige echte politische Überzeugung. Und das ist die, dass sie auch nach der nächsten Wahl gern noch Kanzlerin wäre. Mit welchem Koalitionspartner, mit welchem Programm, ist der Merkel völlig egal. Ich bitte Sie. Jetzt ist sie für 1 Euro, wenn die Mehrheit demnächst für die D-Mark ist, sagt die, ja, okay. Vielleicht stehen auf einmal alle auf Eurobonds, sagt die Merkel, prima, auch gut. Ich würde mich nicht wundern, wenn die vorne ein altes FDJ-Hemdchen im Schrank hängen hätte für alle Fälle. Die Frau ist komplett rückgratlos. Das hat den Vorteil, sie ist extrem flexibel. Die könnte jederzeit in der Varieté als Kontorsionistin auftreten. Kennen Sie diese Schlangenmenschen, ne? Die kann sich so verbiegen, die kann sich selber am Arsch lecken, meine Damen und Herren. Angela Merkel hat die SPD in der Großen Koalition ausgelutscht und abserviert. Sie hat die FDP pulverisiert und jetzt freut sie sich schon auf die Grünen.